Ja, hallo Freunde, der Sommer hat begonnen, es schneit und uns ist kalt. Beziehungsweise der Frühling hat angefangen, ne? Nicht der Sommer. Achso, da war ich gerade dran. In der letzten Folge. Wer die nicht geguckt hat, kann sehen, dass ich an dem Rucksack gerade dran war. Aber natürlich ist es schon so lange her, dass ich das nicht mehr weiß. Ach ja. Aber ich habe eine Ausrede, ich bin alt, ich darf auch mal was vergessen. So, jetzt nehmen wir gleich den nächsten Stein mit. Weil das so schön war in der letzten Folge. Wir haben einen Taganfang. So. Und ich hoffe, dass wir beim Händler nicht wieder überrascht werden von der Horde. Im letzten Mal, wo wir bei dem Händler waren, ist uns nämlich eine ganze Horde mit drin gerannt, ne? Da hatten wir was ist hier? Da haben wir den Händler dann zurückgelassen mit den Zombies. So. Irgendwie ist gerade alles sehr hell. Komm, wir. Nein. Bäh. Muss ich da drauf sitzen, um das auszumachen? Gut. Ich finde, das sieht immer noch geil aus, oder? Auch wenn ich jetzt hier gerade direkt vor der Tür erfriere, ich finde, das sieht immer noch geil aus. So, du müsstest doch offen haben jetzt. Und diesmal mache ich sogar die Tür zu, damit hier keiner reinkommt. Ah, guck mal, da ist echt eine Klappe, wa? Okay, da gehen wir gleich rein. Ich verkaufe aber erstmal die ganzen Sachen natürlich nicht hier, sondern da. Wir hätten gleich mit dem Moped reinkommen sollen, oder? So, ich bin echt gespannt, wie viel Kohle wir jetzt am Ende haben. No Watering? Ja, ja. So. Verkaufen. 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 Was bringt das Messer? Naja, gut, weg. Das wollten wir. Ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht irgendwas Falsches. Aber ist mir egal. Ich sehe nur das Geld. Ich habe Dollarzeichen in den Augen. Kling, kling, kling. Bringst du was für Öl schief? Zwei für... Ernsthaft? Ja, komm, ich brauche es eh jetzt nicht. So. Den Rest kannst du ja aufsammeln. So, dann haben wir das schon mal... Eisen nimmt er gar nicht, ja? Okay. Nee, nee, denn nicht. Dann behalten wir das lieber. So, wir könnten nochmal Schießpulver machen, sehe ich gerade. Alter, wie viel Eisen haben wir denn jetzt gerade bekommen? Krass. Alter, was war denn das? War das mein Rucksack oder? Ich habe schon Halluzinationen wahrscheinlich. Alter. So. Dann hatten wir ja noch die ganzen Waffen hier hinten drin. Nein, du sollst da nicht immer raufrennen. So, zack, zack. Unsere Bauhelme, die wir extra mal gebaut haben für den Händler. Eisen haben wir echt gut. Freue ich mich. Was kann man denn noch? Ja, warte erstmal, wa? So, und dann müssen wir ja Platz haben. Und ich bin echt gespannt, was da unten in dem Brunnen drin ist. Bin echt froh, dass mir gesagt wurde, hey, du kannst auch in den Brunnen. Da freut mich echt schon drauf. Hi. Naja, klar. Was, wir haben Hunger? Ey, wir haben gerade gegessen. In der letzten Folge noch. Da hatten wir extra nochmal richtig reingehauen. Was nun? Hab ich so viel Geld oder was? Oder hat er kein Geld mehr? Oh, die ganzen Waffen wollten wir verkaufen, genau. Alter, haben wir Geld. Das sind Zombies da draußen, die da schreien, ne? Alter, wir kriegen richtig Kohle. Hat der. Nimmt der nicht alles ab, ja? Wahrscheinlich hat er jetzt so viel Waffenteile. Nitrat hätte er. Komm, das kaufen wir uns einfach mal. Das ist ja billig. Machen wir einfach. Was haben wir denn hier? Plating Metal. Weiß natürlich nicht, ob ich diese Dinger schon habe. Dekoration. Also das habe ich definitiv noch nicht, aber das ist hier Streichen, ne? Streichen ist natürlich so, hello.
Die Sachen haben wir, glaube ich, alles schon gelernt oder hier gerade verkauft, wa? Der verkauft uns unseren gleichen Scheiß wieder. So haben wir ja nicht gewettet. Davon hätte er ein bisschen. Was kostet mich das? Nehmen wir. Das ist es mir wert. Machen wir. So, was haben wir noch Schönes? Vitamine? Ja. Nee, eigentlich nicht, wa? Federn könnte ich ihn auch überhäufen mit. Der Zombie da draußen, der nervt. Pamin, das wäre eigentlich klasse, oder? Ein Schupfer. Brauchen wir nicht unbedingt. Kleidung, auch nicht das Beste hier. Eisenpanzer. Aber der kühlt, ne? War das nicht der, der kühlt? Aber der bringt uns bestimmt Vorteile. Und wir haben so viel Geld, komm. Nee, nee, nicht verkaufen. Ach, guck mal. Das ist aber ein Handel gewesen, du. Schöne Bauhelme hat er. Ich habe ihn die für 1000 verkauft. Hm. Hast du was zu essen? Irgendwie ist mein Magen gerade leer. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe Hunger. Kettensägenblatt. Eine Gasmaske sieht irgendwie cool aus. Hat die irgendwie Schläge, hält er gut ab. Stiche, ja okay, die werden wir jetzt nicht haben von den Zombies. Strahlung, weiß ich nicht, Feuer, Elektrizität, das ist alles nicht so. Aber Schläge, Zombie-Schläge hält er aus. Aber da haben wir wieder keine Taschenlampe drauf, war es? Nee. Was ist das da? Das hält auch ein bisschen was ab. Und in der Qualität können wir natürlich nicht bauen. Wir haben gerade so viel Geld. Alter, seitdem ich hier das letzte Mal überfallen wurde, ich hab da echt Schiss. Hier ist doch ein Zombie. Na, da ist eine Horde. So, komm, wir ziehen uns mal unsere schöne Metallrüstung an. Dann sind wir auf jeden Fall mal ein bisschen gepanzert und dann komme ich hier auch wieder hoch. Ja, das ist eine Leiter. Na, geh doch mal runter hier. Cool. Ist ja geil. Das ist ja so eine richtige Mine hier. Finde ich richtig cool. Hat er hier was gemacht? Holz. Naja, nehmen wir mit. Wenn wir es schon finden, nehmen wir es mit. Alter. Warum sagt mir denn keiner, was das hier so eine richtige geile Mine ist? Und hier haben wir direkt die Zombies, wa? Oh, sogar Geld noch gefunden. Kommt man hier raus? Abgeschlossen. Willst du mich verarschen? Krieg mich auch, wa? Ah, da ist doch ein Tresor. Bin ich denn jetzt hier? Da hinten. Ah, ich kann ja auf den Tresor gar nicht einschlagen hier beim Händler, oder? Okay, cool, die Mine. So was müsste man sich bauen. Finde ich voll gut mit der Abstützung und so. Aber der Loot ist ja nicht besonders hier. Ich finde auch hier diese Tolls cool. Das sind Zäune, ne? So als Abstützung haben sie echt cool gemacht. Warum sagt mir keiner, dass man hier reingehen kann? Ich finde das mega. Auch hier Eis oder so, ne? Cool. So, wo war denn jetzt bitte der Tresor? Und wo wären wir rausgekommen? Ja, er hat Hunger. Er hat, denkt nur ans Essen, denkt er. Wo war denn der Tresor? Waren wir hier? War das da?
Ja, du kommst eh nicht rein, Mann. Bleib ruhig, bleib locker, bleib geschmeidig. Ist alles gut. Ja, hier war der nicht, ne? Nee. Der muss doch dann da hinten gewesen sein, irgendwo. Da war das hier im Haus noch. Denke ich schon wieder zu weit. Nee, hier gibt es nur eine Küche. Die wir auch mal looten können. Braucht er eh nicht. Auf jeden Fall finde ich schön, wie die Zombies sich Mühe geben, hier reinzukommen. Aha. Da wären wir rausgekommen. Beim Händler. Weiß gar nicht, kann man die erschießen? Ich möchte das nicht ausprobieren. Aber da hat man doch gar keine Möglichkeit rauszukommen, oder? Gibt es eine Möglichkeit beim Händler da an den Tresor zu kommen? Nee, ne? Ach, hier könnte ich was verkaufen, ne? Lass mal los. Dachte, wir finden vielleicht noch was zu essen hier, aber ist natürlich Fehlanzeige. So, hast du hier noch ein Buch für mich? Oh, eine schöne Hose. Unsere hält wahrscheinlich wärmer, naja. Auch wenn unsere kurze Hose ist, die hält natürlich wärmer. Oh, Nägel, sehr schön. Habe ich von immer geträumt. Aber nee, brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich. Das ist fast zu schön, das können wir natürlich nicht verkaufen, ne? Dies ist zu schön. So schade, dass er jetzt nicht die ganzen anderen Sachen noch nimmt. Aber ich denke mal, er wird dann voll sein mit einer Sache und wird die nicht mehr annehmen, ne? Wird wahrscheinlich so der Grund sein. Autsch. Wollen wir mal da drüben gucken, was da los ist? Die stören. Achso, wir haben ja wieder neue Munition, ne? Ja, schreib mich nicht an, Mann. Bin sensibel. Ja, ich gehe mal davon aus, in den Baumschimpfen gibt es was Tolles. Manchmal. Und ich bin gerade sehr fasziniert, was wir da gefunden haben. Das sind auf jeden Fall Farben, die Karm will. Ach, er macht hier die ganze Zeit so einen Alarm. Ey, das waren zwei Schuss im Kopf. Gib zu, du bist tot. Das Problem ist, die haben immer nie was bei. Nie. Ja, da humpelst du was? Da habe ich einen Nerv getroffen, ne? Okay, das können wir mitnehmen. Da oben habe ich jetzt irgendwo noch einen Baumstumpf gesehen, den will ich mir auch holen. Gut, nehmen wir auch mal mit. Oh ja, das ist schön. Hat sich ja schon fast doppelt gelohnt. Dann haben wir hinten Gläser. Also wie viele Gläser man hier findet, ja? Komm, schenke ich den Baumstamm. Kann er was mitmachen? Oh, was haben wir hier? Ach, da ist die Horde von eben, wa? Komm, die schnitzeln wir mal so klein. Oh. Oh, danke. Essen. Ist zwar nicht das Feinste, aber na ja, komm. Wir wollen mal nicht so sein. Na, sag mal, die ist da dick genug, die muss man noch treffen. Oh, okay. Oh, Mutti, was hast du? Ja, nichts. Da oben humpelt noch eine Krankenschwester. Habe ich das richtig gesehen? Nein, habe ich nicht. Oh. Ich jag schon wieder die Horden, ne? Oh, ich komme. Oh, ich komme. Tach. Oh, Öl, schön. Was habt ihr hier für Hobbys? Ups, schade, ich würde gerne beide wegschnitzeln. Ups, warte mal. Jetzt. Ruhe. Warte, mir ist kalt. Warte, warte. Oh, hohoho. Ja, bevor du runterrollst. Noch ein bisschen Geld, sehr schön. Hallo? Was war denn das?
War ja fast ein Moonwalk. Oh, aua, Mann. Ein paar Latschen oder was? Haben diese Zombies sich hier eine Schneise gehauen oder was? Hey, du kommst da eh nicht zu mir. Bleib unten, ist gut. Ist ja gut. Und nochmal noch eine dicke, die holen wir uns mal. Und wir erfrieren volle Kanne, wa? Ruhe. Warum haben wir uns beim Händler nicht aufgewärmt? Toll. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Unsere Körpertemperatur ist wahrscheinlich zu tief. Wir brauchen Wärme. Probieren wir es mal mit einem Lagerfeuer. Ja, ja, ich weiß. Zerlegen. Können wir uns das mal... Warum kann man das nicht hier hinstellen? Ist wahrscheinlich alles nass oder was? Kann man das echt nicht mehr in Schnee stellen? Ach so, hier der Händler, wa? Ich komme nicht mehr weg. Ich werde krepieren. Oh mein Gott. Ich schaffe es nicht mehr. Alter, mach doch mal irgendwo ein Lagerfeuer hin. Wir müssen uns aufwärmen. Oder bis es ihnen zu kalt dafür. Alter, das ist mir ja noch nie passiert. Setzt du jetzt irgendwo das Lagerfeuer? Ja, dreh es noch dreimal um. Ja, setz bitte. So. Ah, schön. Mal ein bisschen Wärme hier. Oh. Ich merke das richtig an den Fingerchen. Oh. Das ist so schön. Am Lagerfeuer. Jetzt noch Marshmallows. So. Oh. Ach, ist das schön. Und wie der Schnee brennt, ist das herrlich. Hätte ich jetzt noch ein bisschen Ölschiefer würde. Hab ich, ne? Ne, hab ich rausgeschmissen. Ach, ist das herrlich. Mal hier so ein bisschen aufwärmen. Ne, was Besseres gibt es ja nicht. Haben wir eigentlich noch was zu verkaufen? Was nun? Warum? Ey, ich mach doch hier alles, um mich warm zu halten. Alles tue ich doch dafür, Mann. Mobbing-Spiel. Wärmer wird mir nicht mehr, oder? Aber erstmal ein bisschen aufgewärmt, jetzt aufs Moped und nach Hause fahren. Hinten hat man nicht mehr drin, wa? Na gut, ab nach Hause, aufwärmen. Das ist hier kalt. Ah ne, warte mal. Na? Nicht so gut. Wir unterkühlen sofort wieder, wa? Kann doch nicht wahr sein. Ach, nur Müll da drin. Ich hätte es rausnehmen sollen, aber ich will jetzt echt nicht unterkühlen. Ich will ins Warme. Ich will jetzt nur raus aus dem Schneegebiet. In die Sonne. Oder am Baum. Wahrscheinlich kommt gleich, dir ist zu kalt zum Moped fahren. Du unterkühlst dabei. Du wirst sterben. Ja, ja, ja. Unterkühlung, drittes Stadion. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und alles nur, weil ich den Tunnel sehen wollte. Beziehungsweise, dass man da unten rein kann. In den Brunnen. So, aber jetzt muss mir langsam wieder warm werden, ne? Ja, bah. Selber, bah. Wo muss ich eigentlich nach Hause? Da. Voll gegen den Baum gebrettert. Egal. Warum wird ihn denn nicht warm? Ey! Zweites Stadium erreicht. Sehr schön. Jetzt zittert er auch wieder. Er merkt wieder, dass er ein paar Gliedmaßen hat. Wahrscheinlich sind die Beine schon abgefroren. Ah, die braucht er auch nicht. Wir haben ja jetzt ein Moped. Sag mal, ich fahre ja nicht nach Hause. Oh, voll gegen Stein. So muss es sein. Warte, halt. Hier kriegen wir bestimmt was Schönes raus. Okay. Unsere Gesundheit geht auch runter, wa? Faschen. Ja, ja, meh. Ein Zeltplatz?
Okay. Oh, der eiße Busch hier. Gegen, muss gegen voran, Mann. Das war Blei, ne? Gut, der Stein musste jetzt sein. Hat mich ein bisschen abgelenkt, der Stein. Kein Sprit mehr! Alter, heute läuft ja alles. Alter. Erfroren. Sprit alle. Unsere Taschen sind eh voll, ne? Ah, Fleisch brauchen wir. Achso, ich muss jetzt schnitzeln, ne? Komm, warte mal. Machen wir mal so. Schmeißen hier alle draus, was wir jetzt nicht brauchen. Zum Beispiel Ditte. Papier würde ich natürlich gerne behalten. Er bringt auch eine Menge Geld, den will ich auch behalten. Das Bier zischen wir uns jetzt mal. Das ist gut für die Gesundheit. Und wir schmeißen das Glas weg. Und irgendwas brutzelt hier gerade. So. Okay. Ist hier schon wieder was nachgespawnt? Gläser. Überall Gläser. Oh. Auch noch voll Munition. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein und wärmen uns auf. Und die Folge ist ja auch schon wieder längst vorbei. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss und bye bye.